Hallöchen, Facebook-Community, hier ist wieder eure Hatzel mit einer weiteren Folge von Tomb Raider 2013. Da wollen wir mal loslegen. Da rufen wir mal das Ding von hier oben mal runter. Yeah, gib Stoff. Was hab ich jetzt abgenommen? Ach, dann nehmen wir nochmal eine Runde Munition mit. Das ist immer gut. Da hinten haben wir auch nochmal ein bisschen Munition. Dann nehmen wir das gleich auch nochmal mit. Yeah. Mal sehen, was uns hier unten erwartet. Und hopp! Ich bin wieder da. Das ist doch unser Schiff, wo wir den Unfall gehabt hatten. Ja. Es ist so viel passiert. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Genau so ist es. Noch ein verrücktes Abenteuer. Wie du es gesagt hast. Kann man hier noch irgendwas finden? Gut. Wir haben ja nichts mehr zu finden, gehen wir mal uns um Alex kümmern. Wo ist der Rest des Teams? What the fuck, jetzt hätten wir auch feiner. Ach, wen haben wir hier unten? Jawohl. Da war er weg. Mal, was Alex so fabriziert hat hier. Oh mein Gott, das kann ja nur nicht gescheit sein. Alex, bist du hier drin? Och, nein. Aua. Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. So. Was
So, mal gucken, wie man das jetzt... Ah, lässt du mich mal los, ja? Sehr schön. So, mal gucken, wie man das jetzt auch mal, dass ich den Meister kriegen kann. Brauche ich bestimmt ewig und 3 Tage dafür, um das hinzukriegen. Oder um das zu meistern, sozusagen. Etidi, haben wir hier noch irgendwas? Na gut, dann gucken wir, wie wir es hinkriegen. Der Alex hat wieder nur scheiße Kratzer im Kopf. Ja, ich sehe, dass da oben eine Luke ist, meine Güte. Eins, zwei, drei, lass mich los, lass mich los. Okay. Jawoll, jetzt haben wir es doch. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe jetzt. Ich dachte, ich würde der Star in meinem eigenen verdammten Action. Jawoll, treffen wir das Ding mit der Mitte. Ich müsste mich jetzt wieder konzentrieren. Okay. Damit ich das jetzt. Toll. Gut gemacht. Auf. Krieger. Jetzt den Weg freiräumen. So, dann versuchen wir das mal. Ich weiß mal, eins, dass ich mal in der Mitte kriegen mit dem Scheißhaken, ja. Ah, jetzt müsste das funktionieren, ja. Jetzt müsste es doch funktionieren. Jawohl. Jawohl, jetzt haben wir es doch geschafft.
Jetzt haben wir das doch aufgekriegt. Ich hab gedacht, das dauert mir länger wie. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh Gott! Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, jetzt kann ein Typ wie ich schon ein Held sein. Ach, Alex, wieder stirbt einer von unseren Leuten. Das ist so unfair. Mega geil, mega geil. Oh nein. Oh nein. Es darf niemand mehr sterben. Wie ihr gesehen habt, ist Alex jetzt mit diesem restlichen Teil untergegangen. Oh nein, nicht noch einer. Oh Mann. So. Wie komme ich jetzt hoch? Ach ja. Am besten machen wir es lieber so. Na, das war keine gute Idee. Na, schönen Dank. Schönen Dank, schönen Dank, schönen Dank. Ja, falls im Hintergrund das Babyfon geht, mein Sohn, der hat wieder mal keinen Bock zum Pennen oder keine Lust zum Schlafen. Der macht immer abends so einen Affentanz. Aber naja, man kann es halt nicht ändern. Mann, ey, geht der Kack schon wieder los. Bei sowas kann ich mich dann gar nicht konzentrieren, wenn das Baby von funktioniert, wenn das Baby wohin geht. Ey, kann ich manchmal ausflippen. Kann ich mich nicht konzentrieren, ey, echt. Muss er jetzt durch, so einfach ist es. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Kind. Wenn es mit drauf ist, dann tut mir das erstmal. Mann.
Mann, ich kann mich ja so nicht konzentrieren. Oh, das ist doch. Oh Mann, das eine geht, dann das funktioniert nicht. Oh, kann ich ausflippen hier bei so einem Mistkack. Meine Güte, echt. Dich doch, ey. Fick doch die Henne. Hässliches Teil, ey. Ey, ich flieg gleich aus hier. Das Babyfunk geht mir gerade übrigens auf den Sack hier. Das nervt. Ja, es war mitten auf der Aufnahme, das ist. Aber muss sein. Mal rumfluchen, was ja. So. Kommen wir hier so nach unten oder was ist hier unten? Ach ja, mal sehen, ob wir es heute noch mal schaffen werden. Oder nicht. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. So. Ja, ich warte jetzt hier, dass wir nicht weiterkommen werden. Weil ihr wollt nicht immer ein und dasselbe sehen, sehe ich mal. So. Ich werde es jetzt nochmal probieren, dann, wenn es nicht funktioniert, dann. Muss ich dann erstmal einen Cut machen. Bis ich das dann mal endlich geschafft habe, hier rüber zu kommen. Ich drück Leertaste und. Oh ne! Ich werde gleich hier aufhören und muss die Aufnahme aufbrechen, weil es geht mir gerade hier alles auf den Sack. Werde ich wohl erstmal so lange probieren müssen, bis ich das scheiß Ding hier geschafft habe. Weil ihr wollt ja nicht immer ein und dasselbe sehen und das wird dann auf eine Art dann nur langweilig. Das ist schon das fünfte oder sechste Mal, wo ich das probiere, ist ja peinlich. Ja, noch nicht mal festhalten kannst du dich auch nicht, du blöde Kuh. Echt.
So, da ihr das x-tausendmal das mal gesehen habt, werde ich diese Folge jetzt erstmal mal kurz einen Cut machen und dann mal probieren, das mal dort rüber zu kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es war euch nicht so langweilig, das x- und tausendmal in dasselbe zu sehen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss, eure Hatzel!